So, hallo und herzlich willkommen bei Wissenslust. Und es geht weiter mit der Schilddrüse, beziehungsweise hatte ich euch ja versprochen gehabt. Was sagt Anthony Williams? Wie kann man Schilddrüsenprobleme behandeln? In diesem Abschnitt geht es um Nahrungsmittel, Kräuter und Nahrungsergänzungsmittel, die eine geschädigte Schilddrüse und alle weiteren Drüsen des Hormonsystems, der Nebennieren, der Hypophyse, der Bauchspeicheldrüse und so weiter wieder regenerieren und darüber hinaus die Viruslast, besonders der Schilddrüse, absenken. Es gibt einen Trend, in dessen Folge sich die Leute Sorgen wegen des Gemüses machen. Etwa Blumenkohl, Grünkohl, Brokkoli, Wirsing, Blattkohl überhaupt oder Rübstiel. Ein Gerücht besagt, dass diese Pflanzen Goitrogene enthalten, Substanzen, die zu einer Kropfbildung, also Struma, führen. Lassen Sie sich nicht von diesem Irrsinn verrückt machen. Die sogenannten goitrogenen Nahrungsmittel enthalten gar nicht genug jodaufnahmehemmende Stoffe, so, um die Schilddrüse in irgendeiner Weise zu behindern. Da müssten Sie schon etwa 50 Kilo Brokkoli am Tag in sich reinschaufeln, um in einen gefährlichen Bereich zu kommen. Bleiben Sie also ruhig bei Ihren Kohlgemüsen. Sie sind der Schilddrüsengesundheit zuträglich. Nahrungsmittel, die gesund machen. Zu den Nahrungsmitteln mit der größten Heilkraft für die Schilddrüse zählen Lappentank aus dem Atlantik, wilde Blaubeeren, Sprossen, Korianderblätter, Knoblauch, Hanfsamen, Kokosöl, Paranüsse und Cranberries. Mal töten diese EBV-Zellen ab, mal haben sie reichlich Mikronährstoffe, erneuern Schilddrüsengewebe, mal vermindern sie Knotenwachstum, leiten Schwermetalle und Virenmüll aus und stimulieren die Produktion der Schilddrüsenhormone. Also auch da habe ich schon gute Erfahrungen gemacht gehabt. Erst hieß es immer, eine Seite meiner Schilddrüse wäre sehr klein, dann war die ganze Schilddrüse ziemlich klein, aber schön, so wie der Arzt sagte. Und hinterher ist es dann so gewesen, auch nachdem ich all diese guten grünen Dinge genommen habe, dass es dann hieß, ja, die Schilddrüse ist wieder gewachsen im normalen Sinn. Also die eine Seite war viel zu klein dann wieder und plötzlich war sie wieder genauso groß wie die andere Seite. Erstaunlich, ne? Weil man ja mal denkt, wenn die Schilddrüse zerstört ist, da kommt nichts mehr. Also anscheinend hat die Vitamin-D-Kur und alles andere, was ich genommen habe, dazu beigetragen, dass dann doch alles ganz gut wird. Weil wir jetzt gerade die Korianderblätter haben, habe ich gesagt, denkt dran. Also ich habe mir auch die Korianderblätter gerne mal ausgepresst, aber ihr dürft niemals vergessen, die Menge macht das Gift und der Körper leitet dann auch mächtig aus. Also ihr müsst immer so ein bisschen Gegenspieler haben und da ist zum Beispiel, wie ich gesagt habe, müsst ihr auch ganz viel trinken und bei dem Lappentang braucht ihr also keine Angst zu haben. Wir denken immer, alles, was aus dem Meer kommt, ist verseucht. Aber denkt immer dran, die nehmen Giftstoffe auf und die geben uns ab. Und da ist eben unter anderem das natürliche Jod und alles dabei. Also in diesem Sinn müsst ihr das für euch selber entscheiden. Kommen wir jetzt zu den Heilkräuter und Nahrungsergänzungen. Zink. Da habe ich euch ja gesagt, da war ich im ganz untersten Bereich. Und der Arzt sagte ja, nö, also bei Ihnen ist nichts feststellbar, da ist alles noch gut, schilddrüsenmäßig und überhaupt. Obwohl ich im untersten Bereich war und ich mich absolut nicht gut gefühlt habe. Das zeigt also, dass das Blut manchmal noch nicht das wiedergibt, was in uns wirklich los ist. Zink tötet EBV-Zellen, stärkt die Schilddrüse und schützt das Hormonsystem. Und da kann ich garantiert zustimmen. Spirulina, am besten aus Hawaii, liefert wichtige Mikronährstoffe für die Schilddrüse. Blasentang liefert gut aufnehmbares Jod und Spurenelemente für die Schilddrüse. Chrom wirkt ausgleichend auf das Hormonsystem. L-Tyroxin, nicht Tyrox, sondern L-Tyrosin, steigert die Produktion des Schilddrüsenhormons. Und jetzt kommen wir zu Ashwagandha, der Schlafbeere. Also da muss man auch wieder schauen, einfach verträgt man die nicht. Die kann also für die Schilddrüse wunderbar sein, aber das muss man vorsichtig ausprobieren. Ja, muss jeder für sich gucken, denn sie kräftigt die Schilddrüse und die Nebennieren und reguliert das Hormonsystem. Die Süßholzwurzel tötet EBV-Zellen in der Schilddrüse ab und kräftigt die Nebennieren. Sibirischer Ginseng
unterstützt die Nebennieren und gleicht das Hormonsystem aus. Hier kommen wir wieder zu unserer wunderbaren Zitronenmelisse. Diese tötet IBV-Zellen in der Schilddrüse ab und verringert Knotenwachstum. Also, ich habe ja schon ein Filmchen gemacht gehabt über unsere gute Zitronenmelisse und ich kann auch immer nur wieder den Tipp geben, wer eben zu Herpes neigt oder Gürtelrose und all diesen Dingen. Morgen früh ist also wirklich Zitrone auspressen, frisch trinken und wenn es geht, so viel wie möglich Zitronenmelisse Tee oder frisch, wenn es jetzt wieder kommt. Also macht die euch auf den Balkon, wenn es wieder so weit ist oder setzt sie in den Garten. Kann nicht schaden. So, wer keinen Balkon hat, kann sie sich vielleicht auf eine Fensterbank setzen, so lange wie es dann eben ist. Ne? Die kriegen ja dann drin manchmal ein bisschen Blattläuse, aber muss man gucken. Oder man isst sie am besten ganz schnell auf oder vielleicht friert man sie sich auch ein. So, Mangan, wichtig für die Produktion des Schilddrüsenhormons T3. Selen regt die Produktion des Schilddrüsenhormons T4 an. Ich bin noch nie auf Selen untersucht worden, außer jetzt das letzte Mal, habe ich ja erzählt gehabt in einem Video und das musste ich dann noch selber bezahlen. Also da frage ich manchmal, wo ist das Wissen der Ärzte, was braucht die Schilddrüse und wieso kümmert sich da keiner drum, außer man tut es selber. Vitamin D3 reguliert das Immunsystem und die Immunantwort. Also kümmert euch darum, das ist wirklich super, super wichtig. Und schaut euch das Video an. Ihr kommt halt mit 1000 Einheiten, die meisten Ärzte erzählen, nicht weit. Geht halt einfach nicht. Ja? Vitamin D möchte immer gut im Fett sein. Also das heißt, wer jetzt ein bisschen beleibter ist, so wie ich, der geht das Vitamin D immer erstmal in die Fettzellen, bevor es zu den Organen kommt. Also das muss einem auch einfach klar sein. Je mehr wir an uns haben, desto eher geht das Vitamin D dort hinein, eben an die äußeren Zellen, bevor es dann in den Organen ankommt. Und dann gibt es einige Leute, die sagen, ja, aber ich nehme es, aber es hilft mir gar nicht. Ja, weil ich immer sage, mach die Kur. Und dann kann ich es nur immer wieder empfehlen, mach die Vitamin D-Kur mit Magnesium und K2. Und auch dazu gibt es ja ein Video. Ich kann es aber nochmal ganz schnell sagen. Ich habe das so gemacht, es ist aber nicht eine Empfehlung, sondern so habe ich es gemacht. Pro 10 Kilogramm Körpergewicht 1000 Einheiten Vitamin D3 und bei der Kur setzt ihr eine Null dran. Also das heißt, wenn ihr 60 Kilo wiegt und ihr möchtet die Kur machen, dann nehmt ihr 60.000 Einheiten am Tag. Dazu das passende K2, das kann man oft schon zusammen kaufen und Minimum 450 Milligramm Magnesium. Da muss man gucken, die meisten vertragen Kapseln besser wie das Pulver, muss man aber alles für sich entscheiden und bei manchen reicht auch das Magnesium nicht, ja? Also auch wieder gucken, wer vielleicht ein bisschen mehr drauf hat oder wer vielleicht viel Sport macht oder wer nachts viel schwitzt durch die Wechseljahre, da reicht dann die 450 Milligramm nicht. Und wer in den Wechseljahren jetzt ist oder wer überhaupt ganz schlecht schläft, vielleicht auch das Magnesium abends einnehmen. Ja? Müsst ihr immer mal schauen. Und ansonsten wäre es bei den 60 Kilo, wenn einer sagt, nö, ich will das jetzt nur so machen, dann nimmt man eben 6000 Einheiten pro Tag. Das ist dann nach deinem Gewicht errechnet. Und es gibt eine Kur, eine vorsichtige, da sagt man 10 Tage 40.000 Einheiten Vitamin D plus K2 plus Magnesium. Und das ist dann so für die Vorsichtigen. Ja? Wobei, wenn dein Körper so viel wiegt, wird er das auch brauchen. Also sagt, mein Kopf sagt mir das. So, dann kommen wir auch gleich dazu. Vitamin B-Komplex, wichtig für das Hormonsystem. Da reicht es nicht mal solche kleinen, minimalen Mengen, die drin sind, müsst ihr euch einfach mal anschauen, was es draußen zu kaufen gibt. Da sollte man schon mal ein bisschen mehr zu sich nehmen. Und es gibt Vitamin B-Komplexe, die heißen Vitamin B50 oder B100 zum Beispiel. Und da solltet ihr einfach im Internet mal vergleichen, wie viel da drin ist. Im Gegensatz zu dem, was man draußen so auf dem freien Markt, in den Apotheken oder in den Drogeriemärkten bekommt. Und da ist auch der B12 viel zu gering. Also selbst bei Vitamin B50 oder B100 zum Beispiel, das sind ja nur Beispiele, da ist der Vitamin B12 viel zu gering. Da muss man schon ein bisschen höher dosieren. So, dann haben wir Magnesium. Reguliert das Schilddrüsenhormon T3. EPA und DHA stärkt Hormon- und Nervensystem. Kaufen Sie eine aus Pflanzen und nicht aus Seefisch gewonnene Sorte. Auch da müsst ihr dann einfach ein bisschen googeln, braucht ihr nur eingeben, da kommen immer Antworten.
Das kleine Fettblatt Bacopa Munieri unterstützt die Produktion des Schilddrüsenhormons und die Umwandlung von T4 in T3. Rubidium reguliert die Produktion des Schilddrüsenhormons und Kupfer tötet EBV-Zellen und verbessert die Wirkung von Jod. Ja, das ist doch mächtig interessant, oder? Also diese Bücher von dem Anthony Williams, ich kann es nur immer wieder zeigen. So, ich hoffe, ihr seht es gut. Die sind einfach eine wahre Wonne. Und selbst wenn man nicht alles danach abhandeln will, so ist es doch sehr, sehr spannend, sich einige Anregungen darüber zu holen. Und ganz klar, da geht es wieder über die Lebensmittel, aber ganz viel kriegen wir eben nicht über die Lebensmittel. Und da bin ich wieder ganz klar, eine Grundversorgung ist für mich das Lavita. Und dann habe ich natürlich auch noch, habe ich euch schon am Anfang gezeigt, was kann man machen, um seinen pH-Wert neutral zu werden. Also das sind dann die ganzen Mineralien und anderen Stoffe, die da sind. Aber da gibt es schon ein Video zu, da könnt ihr gerne mal reinschauen. Und ich denke, das war wieder sehr hilfreich. Und ich hoffe, es hat euch ganz gut gefallen. Ich freue mich auch über ein Like, wenn einer kommt. Und oder auch einen netten Kommentar. Vielleicht hat jemand schon ausprobiert, auch mit der Kur. Ich weiß, das hilft vielen, vielen, vielen in den ganzen Kursen, die ich gemacht habe. Da haben wir Wahnsinnserfolge oder die Personen Wahnsinnserfolge erzielt, wenn die das so gemacht hatten. So, in diesem Sinne war es das erstmal mit dem Hashimoto. Und ich hoffe, du kriegst das gut hin oder du kannst es gut weitergeben. Vielleicht kennst du jemanden, der damit zu tun hat. Dann kann man das ja auch mal teilen in aller Ruhe. So, jetzt wünsche ich euch eine gute Zeit. Werdet gesund, bleibt gesund und ich hoffe, wir sehen uns. Denn das nächste Video wird jetzt erstmal sein, weil ich gestern das nicht hatte, ein schönes neues Kartendeck, was ich vorstellen will. Und, das zeige ich doch mal hier, ziemlich bekannt, der Name Lenormand. Also, ich hoffe, ihr bleibt dabei. Bis dann. Ciao.